Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Dragons Café. Okay, ich glaube, Marie merkt langsam, dass sie ein bisschen komisch bei uns ankommt. Und ich bin gespannt, wo das alles noch hinführt, weil ich bezweifle mal stark, dass wirklich die Welt bald untergehen wird. Und warum sie überhaupt das immer wieder behauptet? Was los, Mireille? Was geht los da rein? Na, mal gucken. Ich würde erstmal sagen, wir füttern erstmal Kyoto. Ja, damit er schön groß und stark wird. Sehr schön. Und dann gehe ich einfach mal wieder ganz fleißig ins Bett. Wenn man das so sagen kann. Und bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Ach nein, wir haben ein neues Rezept. Wir kochen erstmal. Frühstückkuchen. Sammle 4 Rezeptteile und bringe sie mir. Ich setze jetzt auf die Karte. Schwing den Kochlöffel. Frühstückkuchen. Ach nee, was soll's. Wir kochen das später erst. Ich lege mich erstmal wieder hin. Und sehe, wie die Welt brennt. Okay. Na, das ist doch okay. Und es fehlen uns wieder Zutaten. Na, ganz toll. Das kennt man ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Aha, das ist wirklich das Ende. Die Welt wird untergehen. Vielleicht heißt sie auch Mire. Mire? Mireille, sage ich immer. Aber das könnte auch falsch sein. Mire? Mire? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Egal. Das ist fast so wie Rutger bei Harvest Moon. Das ist auch ein bisschen gruselig. Das sind manchmal merkwürdige Namen. Aber egal, die Welt wird untergehen. Okay, Verheerung quillt unter den Wolken hervor und wird die Erde bedecken. Wie war nochmal die Vorhersage gestern? Hoffnungslosigkeit und vereinzelte Meteoritenschauer? Und heute schon wieder eine Schreckensvorhersage. Wir haben wirklich kein Glück. Ich kann das nicht länger mit ansehen. Hey, wo gehst du hin, Ipanema? Lass sie einfach allein. Nein, ich spiele da nicht mehr mit. Ah, das Ende. Oh Mann. Was ist? Willst du etwas? Mireille? Denkst du nicht, das reicht jetzt? Denkst du nie, dass deine Vorhersagen vielleicht falsch sein könnten? Nein, ich liege niemals falsch. Das fällt mir schwer zu glauben. Niemand ist perfekt. Meine Vorhersagen schon. Ich habe die Gabe von meiner Mutter geerbt. Sie war eine talentierte Wahrsagerin. Keine Chance, dass ich jemals eine falsche Vorhersage machen könnte. Sicher? Obwohl das bald keine Rolle mehr spielt, nachdem die Welt untergeht. Oh Mann. Sie hat wirklich viel Selbstvertrauen. Was du nicht sagst. Stur ist sie auch noch. Ah. Hallo Leute, lange nicht gesehen. Vom Land in die große Stadt, unser Jojo. An ihr sehen wir uns niemals satt. Hi Jojo. Mann, ist schon wieder eine Weile her. Jo. Ach, meine liebe Joe. Ipanema. Oh, ich habe diesen Namen vermisst. Schön, dass du mich immer noch so nennst. Warum denn nicht? Wow, du bist in der Zwischenzeit noch viel süßer geworden. Wie geht's dir so? Mir geht's gut, obwohl ich nicht weiß, ob ich wirklich süßer geworden bin. Bescheiden wie immer. Und du? Kann es sein? Ich erinnere mich an alle Vorhersagen, die ich je gemacht habe. Ich erinnere mich an dich. Ja, die streunende Katze, die ein Idol werden wollte. Bist du das? Die Wahrsagerin? Ja, ich bin Mireille. Dein Schicksal damals. Ich denke, ich habe dir vorausgesagt. Ich sagte, dass ich eine Zukunft als Streunerin sehe. Dass du einsam auf der Straße sterben wirst. Oh. Was? Was für eine miserable Vorhersage. Jojo ist heute ein weltberühmtes Idol. Ein Phänomen, ein Star. Ein Phänomen? Das ist wahr. Alle lieben sie. Ich kann das nicht glauben. Meine Vorhersage war falsch. Ich weiß noch, wie schockiert ich war, als du mir das gesagt hast. Ich habe hart gearbeitet, um mein Schicksal zu ändern. Und sieh mich jetzt an.
Ich darf die ganze Zeit so süße Kostüme tragen. Die Dinge haben sich wirklich geändert. Ja, damals waren deine Outfits eher zerrissen. Verstehe, also hast du wirklich? Wow, danke, 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 danke. Es ist schrecklich für eine Wahrsagerin, wenn sie ihren Kunden die schlimmen Dinge sagen muss, die sie sieht. Ach, ich könnte nicht glücklicher sein, dass meine Vorhersage so falsch war. Oh, das ist natürlich gut. Auch gut für Jojo. Und vielleicht geht die Welt dann ja doch nicht unter. Aber man weiß es ja nicht. Wie geht's denn weiter? Das Ende der Welt. Oh Mann. Geht morgen die Welt unter? Ist es morgen soweit? Ist morgen der Weltuntergangs-Shit endlich soweit? Oh Mann. Ich hoffe ganz heimlich auch, dass nach Mirai Kyoto mal wächst. Dass wir vielleicht besser fliegen können und mehr Orte erreichen können und auch wieder neue Rezepte sammeln könnten. Das wäre echt super. Aber mit Kyoto können wir momentan immer noch dieselben Orte besuchen und hoffen, dass irgendwo neue Rezepte liegen. Aber wirklich was Neues für uns gibt es im Moment leider nicht. Wir können eigentlich nur schlafen gehen, im Café aushelfen und ernten und immer mal ein paar Zutaten sammeln. Ich meine, es bringt schon was, immer mal nach neuen Zutaten zu gucken. Dass wir auch generell was fürs Café kochen können. Aber irgendwas können wir ja meist immer kochen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die Qualität der Speise beeinflusst, wie schnell unser Rang steigt. Ich verstehe generell nicht, was die Sterne genau auszusagen haben. Also wenn das irgendjemand von euch weiß, kann er es mich gerne wissen lassen. Aber ich bin da ziemlich verunsichert, was das angeht. Oh, ich habe mir dieses Rezept eben ausgedacht. Reisomelett. Cool, danke. Hat noch jemand von euch ein neues Rezept für mich? Es ist ziemlich felsig, nicht? Es gibt doch, es gibt dort einen See. Den sehe ich von hier aus nicht. Was geht's gerade? Ipanema, alles okay bei dir? Ipanema redet gerne Schwachsinn, oder? Kann das sein? Ist das möglich? Oh, und die Zutaten gehen aus. Ich muss echt gucken, wegen den Rezepten, wegen den Zutaten. Vielleicht wieder was Neues auf die Karte? Hier, gucken mal. Ich weiß gar nicht, habe ich auch Kyoto heute schon gefüttert? Ich glaube, nein. Das mache ich am besten gleich auch mal. Auf, dass der Kyoto rot werden möchte. Was ist bei dir los? Oh, sei nicht eifersüchtig auf mich. Ich bin bloß ein einfacher, attraktiver und unglaublich talentierter Koch. Okay, danke für die Info. Ja. So. Sehr schön. Kyoto, das möchte ich auch noch gerne füttern. Mit Schaschlik. Ja, hoffentlich wird es ein bisschen röter. Das würde ich sehr befürworten. Hoffentlich ist er morgen schon ein bisschen rot. Das wäre schön. Also bestimmt lila erstmal. Das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Na, Gudi, dann gehe ich mal wieder schlafen. Ich bin nämlich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Hat Kyoto eigentlich jetzt inzwischen Kaka? Moment bitte. Dritte Etage. Ist hier was? Ja, sehr schön. Drachenmist. Schön am Einsammeln. Hihi. Und vielleicht wächst dann unser Café wieder, wenn Kyoto auch wächst. Das wäre super. Naja, aber erstmal müssen wir uns um Mirai kümmern. Erstmal schlafen gehen. Hihi. Beschäftigt. Aber okay. Aber ich glaube, daran kann ohnehin im Moment nicht weiter steigen. Da müssen wir uns wieder reinhängen, wenn wir den Abschnitt. Na bitte, den Abschnitt mit Mirai abgeschlossen haben. Gut. Gucke ich wieder nach Drachendung erstmal. Was ich halt so mache. So. Nichts. Dabei habe ich Kyoto doch gefüttert. Schade. Ich verstehe nicht, wie das manchmal festgelegt wird. Naja. Ich überlege auch gerade. Ich glaube, ich muss ohnehin bis 7 Uhr warten, oder? Wie ist das jetzt festgelegt? Tagsüber. Ich glaube, tagsüber ist erst so ab um 7. Dann trinke ich mal noch ganz kurz einen Schluck. So. Dann runter mit uns. Oh, es ist fast soweit.
Ich hatte ein erfülltes, aber kurzes Leben. Ich frage mich, ob ich am Ende irgendetwas bereuen werde. Ich hätte nie gedacht, dass das Ende der Welt an einem so friedvollen Tag kommen würde. Sie wirkt heute sehr ruhig. Betrübt, aber ruhig. Vielleicht ist sie endlich hat sie endlich Vernunft angenommen. Was soll mein letztes Mal sein? Scheint, als hätte sie eine Entscheidung getroffen. Ich folge einfach euch allen und akzeptiere mein Schicksal. Schicksal? Ich denke, das ist ein Missverständnis, Mireille. Wir werden das Ende der Welt nicht einfach hinnehmen. Selbst wenn diese verrückte Vorhersage wahr wäre, würden wir nicht aufgeben. Würdet ihr nicht? Bis zum bitteren Ende nicht? Natürlich nicht. Sie lassen sich vom Schicksal nicht unterkriegen. Ihr wisst, was kommt und dennoch findet ihr Gründe zum Lächeln. Ihr seid so glückliche Leute. Ich beneide euch so sehr. Wie Billy sagte, das ist wohl ein Missverständnis. Ach ja. Wie wäre es mit einem Glücks-Yaki-Eintopf à la Creme als mein letztes Mal? Der legendäre Glücks-Yaki soll unglaublich viel Glück bringen. Sie hört nicht zu. Aber leider ist es unmöglich zu bekommen. Hey Yume, ich möchte mir weh Glücks-Yaki Eintopf à la Creme machen. Ja, machen wir das. Vielleicht haben wir dann so viel Glück, dass wir doch nicht alle sterben müssen. Ganz knapp. Man weiß es nicht. Geschmortes Glücksgericht. Rezept Teil 1. Okay, das heißt, wir werden wohl wieder kochen müssen. Was auch wieder heißt, dass wir sie erstmal suchen. Wo ist sie? Mireille? Ist sie oben? Wir werden dann bestimmt wieder zu irgendeinem Fischer oder so gehen müssen. Und ihm bitten müssen, uns den letzten Rezeptteil zu geben. Hey, die weiße Soße verleiht dem Eintopf à la Creme seine Güte. Das hat zumindest das Mädchen gesagt, das neulich ins Café kam. Das hilft vielleicht nicht beim normalen Eintöpfen, aber ich hoffe, du kannst es für andere Speisen gebrauchen. Okay. Doch Geschichte war es, glaube ich, ne? Wenn das Café offen hat, hol Rezeptteile von der Kiste, dem Gourmet im felsigen Gebiet und von Mireille. Ein Gourmet im felsigen Gebiet, na, wir den finden, ne? Das wird wieder ganz abenteuerlich, glaube ich. Mal gucken, was er wieder möchte. Vielleicht möchte er wieder ein misslungenes Gericht haben oder so? Ich habe keine Ahnung. Das wird wieder aufregend. Das letzte Mal war das relativ schwer zu erraten, was er möchte. Also ein misslungenes Gericht, darauf wäre ich irgendwie persönlich jetzt nicht so wirklich gekommen. Zum Glück hatte ich im Internet nachgeguckt, weil sonst hätte das ewig gedauert, bis ich darauf komme. Was gewagt ist, was anders ist. Naja. Das misslungenes Gericht würde ich das nicht bezeichnen. So, Dung benutzen. Können wir jedenfalls mal wieder ernten. So. Gut, dann suchen wir jetzt mal im felsigen Gebiet diesen sagenumwobenen Gourmet. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal los. Wir müssen jetzt nicht unbedingt in dieser Folge den Felsteil. Jetzt nicht unbedingt in dieser Folge das Rezeptteil finden, aber ich wäre auf jeden Fall schon froh, wenn wir wenigstens diesen Gourmet finden. Wo ist hier das Felsengebiet? Hier ist auch alles irgendwie mit Felsen, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht da, wo die weißen Zuris sind, da ist es ziemlich felsig. Hier wächst auf jeden Fall noch Gras. Ich weiß nicht, ob das als felsig genug gilt für das Spiel. Ich denke mal, da hinten vielleicht irgendwo. Wir werden sehen. Kann ich irgendwie hoch? Nee. Ich probiere es erstmal so. Vielleicht doch hier oben. Hier. Das sieht doch felsig aus. Und ich finde, die Musik klingt auf eine merkwürdige Art und Weise vielleicht auch felsig. Nein, eigentlich nicht. So, wo ist er denn, der Gourmet? Ich hoffe, der ist auch hier. Ich glaube, wir werden ihn nie finden. Er wird für immer verschollen bleiben. Aber hey, dann nehme ich mal ein bisschen Gouda-Käse mit. Gourmet, wo bist du? In welcher kleinen Ritze versteckst du dich hier?
die das Gebiet hier überhaupt meinen? Ich habe keine Ahnung. Gibt's noch andere felsige Gebiete? Ist er hier? Nein. Oh Gott, das ist alles so verwinkelt. Da! Das sieht gut aus. Na gut, dann fragen wir mal, was er möchte. Und jetzt, was habe ich? Das möchte er bestimmt Chashtik haben. Das wär's. Na, wir fragen ihn mal. Ich sammle Delikatessen. Normale Speisen interessieren mich nicht. Ich habe Gerüchte in eurem Café gehört von einem brillanten Curry. Bitte lasst es mich kochen. Dafür bringe ich dir bei, wie man den Glücksjaki kocht. Ein brillantes Curry. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Verschiedene Curries einfach kochen. Ich weiß gar nicht, was wir alles an Curry haben. Also ich glaube, wir haben schon ein paar Curry-Rezepte, aber ob ich da jetzt irgendwas als brillant bezeichnen würde, glaube ich weniger. Oh, vielleicht sind hier irgendwie wieder Zutaten angeschwemmt worden. Nein, ha. Ich glaube, hier ist auch wieder nichts. Gehe ich hier einfach mal hoch. Flatter, flatter, flatter. Reicht's? Nein, es reicht natürlich nicht. Kurz warten. Ja, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ganz vorsichtig. So, und jetzt hoch hier. Geht's noch weiter hoch? Nein. Oh Mann. Na komm, was soll's. Ich gehe direkt zurück zum Café, ehe ich jetzt hier rumexperimentiere und noch Zutatenteile suche. Okay, ein brillantes Curry. Ach du Schande. Wie sieht's denn hier wieder aus? Arbeiten wenigstens alle? Ja, immerhin. Ich lasse das, glaube ich, lieber. Wir kümmern uns erstmal um das brillante Curry. Wo ich nicht weiß, wo wir das finden sollen. Irgendwas Curry-mäßiges. Gebratener Reis. Tomate, Reis, Omelette, Amarita, schottisches Ei, Maisuppe, Pilat, Taco. Nasi Goreng, gekochter Siebreis, Panna Cotta, Obstkuchen. Nein, 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 nein. Das sieht alles nicht sehr Curry-mäßig aus. Einfach nur Curryreis? Ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sagt, so bam, genau das wollte ich. Wisst ihr? Das ist eigentlich ja mein Brokkoli da. Ich mach ihn einfach mal. Ich guck mal, ob wir noch anderes Curry finden. Das ist ja fast perfekt gewesen. Aber ich hab's wieder verkackt. Okay, Curryreis. Das könnte sein. Ich guck mal, ob wir noch irgendwas Currymäßiges haben. Wie beim Katzenfutter auf Reis. Parfait, Cupcake, Sandwich. Nein, 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 nein. Feuertopf. Heißer Topf, Frappé, Schaschlik. Heißer Topf mit Rettich. Nein, nein, nein. Das ist Männercurry haben wir noch. Ich kann noch Männercurry machen. Weil ich nicht glaube, dass... Oder? Ich weiß nicht. Dann finden wir das noch. Zwiebel. Machen wir das noch. Gucken, ob ich noch irgendwas habe mit dem Namen Curry im Gericht. Ups. Läuft ganz gut. So. Okay. Na gut. Haben wir noch irgendwas? Weiter kochen. Männercurry. Schoko-Eisbecher. Nein, 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 nein. Ich glaube, das war's. Wir haben noch die beiden Sachen. Vielleicht ist es eins von beiden, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Um ehrlich zu sein, das möchte ich jetzt aber auch wissen. Aber die Folge ist auch schon wieder relativ fortgeschritten. Nee, komm, wir machen das. Wir verschieben das auf die nächste Folge. Und gucken dann, was sie dazu sagt. Ich hoffe, es gefällt ihr. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.